Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge MX Bikes mit mir ICNMZ. Heute ist wieder Track Day, das heißt, ich stelle heute wieder eine Strecke vor. Wir produzieren hier immer noch vor aufgrund meines Grafikkartenausfalls und wir spielen heute Live Oak Motorpark. Das ist eine Strecke, die ich sehr gerne gefahren bin tatsächlich. Wir sind übrigens mittlerweile hier mit meinem eigenen Gear richtig unterwegs. Oh, kriegen wir hier eigentlich einen Wheelie gepoppt und gehalten? Ne, ich glaube nicht. Mit meinem eigenen Gear unterwegs, also das Bike und also die Handschuhe und so nicht, sondern jetzt einfach nur das Rider-Gear. Yes, yes, yes. Aber auf jeden Fall auf Live Motorpark unterwegs. Wie gesagt, habe ich ja gerade eben schon mal einklingeln lassen. Eine Strecke, die ich sehr gerne gefahren bin. Eigentlich können wir sogar mal kurz hier direkt vom Ziel aus starten, ne? Würde ich mal sagen. Ich setze hier auch mal einen Marker. Richtig schön quer in der Strecke. Dann gucken wir uns einmal kurz die Strecke hier nämlich zusammen an. Hier schießt man nämlich einmal durchs Ziel. Relativ weiter Sprung, den ich jetzt gerade auch hätte besser nehmen können. Hier auf so ein Step-On und dann hier auf das Ding und dann machen wir es einfach direkt nochmal neu, weil da war ich gerade nicht so wirklich drauf vorbereitet. Also wieder großer Sprung. Und damit hier jetzt mit der 250er könnte man zum Beispiel auch so reinspringen. Das ist eine Linie, hast halt viel Airtime. Muss man am Ende gucken, was schneller ist. Dann geht es hier auf eine Linkskurve zu. Nichts krasses jetzt, nur man hat hier auch schön viele Ruts und sowas drin. Der hier ist ein bisschen tricky, weil da ist die Kante tatsächlich nicht ganz so geil, wie man das jetzt vielleicht erstmal denken mag. Deshalb kann das Bike da auch schnell mal nach vorne überfliegen. Und genau, die Strecke ist nämlich auch mit Sand gemischt. Wie man jetzt vielleicht auch schon gesehen hat. Aber meistens hat man hier richtig schön große Anlieger, dass man da richtig entspannt rein kann. Oh, upsala. Oh, gut, egal, kann ich noch retten. Dass man da schön entspannt rein kann. Also jetzt, da sind jetzt nicht unbedingt irgendwie Sachen dabei, wo man echt so um seine Traktion kämpfen muss. Auch nicht in den Sandabteilen. Also ihr seht ja, wie viel verhältnismäßig viele Fehler ich jetzt hier gerade mache. Und manchmal sogar sowas, also das ist doch ein geisteskranker Move jetzt gewesen. Und dann hat man auch schon eine Runde geschafft. So, jetzt, genau, jetzt können wir hier nämlich einmal richtig durchfliegen, dann schafft man das nämlich auch so und so. Mann, das ist deutlich schneller, guck mal. Jetzt schon fast 3 Sekunden schneller unterwegs. Muss dafür jetzt aber hier die Outside nehmen, die nicht so wirklich schnell ist. Kann aber dafür hier voll am Gas bleiben. Ein bisschen off-track gewesen. Ich glaube, die Strecke wird da trotzdem zählen lassen. Oh, oh, das wird eine Scheißlandung. Ja, geht alles, man muss immer nur ein bisschen an Gott glauben, sag ich da. Was, immer nur an das eigene Können glauben. Hier bin ich mir tatsächlich gar nicht so sicher, wie ich das letztes Mal gemacht habe damals. Ich glaube, dass ich irgendwie das als Triple gesprungen bin. Alter, mein Shadow ist schon gar nicht mehr zu sehen, der Geist, der fährt da hinten irgendwo. Okay, keine Insights und wenn, dann vielleicht auch mal im richtigen Gang. So, trotzdem, 6 Sekunden schneller. Ja, shit, ey, das ist deutlich langsamer. Holy moly. Also, macht's auch Sinn. Vielleicht macht hier sogar die Outside mehr Sinn. Kann man das scrubben, das Ding? Könnte man auch, ja. Oh. Na, guck mal, wer da fast wieder aufgeholt hätte, wenn ich jetzt nicht Scheiße gebaut hätte. Oh, okay, krass. Ich bin plötzlich Superman. Aber die Inside ist krass schnell. Hallo, kommst du auch mal aus dem Wheelie wieder raus? Was ist das für eine Scheiße jetzt hier? Ich habe es wie auch immer noch gerettet. Och, nö. Muss doch nicht. Oh, oh.
Nee, lass jetzt mal anstrengen hier. Was ist los mit mir? Nee. Das liegt daran, weil das Motorrad nicht ganz clean ist. Wir können auch von hier starten. Och Mann, ich bin immer so ein Fettsack, ne? Ich drück dann da immer so drauf. Weiß auch gar nicht warum. Also jetzt ist wirklich nicht mehr lustig langsam, ne? Wie oft drücke ich denn noch auf Zurücksetzen, bitte? So, jetzt. Jawohl. Also, wenn wir jetzt hier die Inside nehmen. Jetzt gern gemacht, aber ich bin leider mit 400 km/h da drauf geschossen. Ja, guck, das meine ich nämlich. Okay, aber ich bin noch drin. Da wird man manchmal einfach ganz schön über die Kante darüber geknallt, weil die nicht ganz so gut gemacht ist, glaube ich. It's no front hier. Mache ich. Ganz wilde Linien, die ich hier fahre. Wenn ich da nicht gescrubbt hätte, hätte ich glaube ich sogar einen Triple machen können. Das ist eine krasse Linie jetzt hier auch gewesen. Also ich mit krass heißt nicht immer unbedingt gut. Aber krass, ja shit. Bin ich da echt die Inside gefahren? Naja komm, das hat keinen Sinn. Scheiß Landung. Scheiß Landung. Und scheiß Linie. Ja, wow. Das war wirklich keine gute Linie. Also, weil ich halt daneben gefahren bin, ne? Falls man es jetzt gesehen hat. Schade, Mann, weil der Rest ist echt schnell gewesen. Schlecht aufgekommen? Ne, man muss sich auch immer selber ein bisschen ehrlich bleiben. War nicht sonderlich gut, aber kann man fahren. Ah, okay, also es ist links und rechts. Es ist links und rechts. Man muss gucken, dass man echt mittig drüber ballert. Das war stylisch. Aber der Rest nicht. Außerdem wird die Zeit auch nicht zurückgesetzt, sehe ich gerade. Was soll denn das? Tatsächlich, in der Mitte ist es echt smooth. Also ich sage jetzt nicht, dass es denn jetzt geil ist und gewollt ist. Also ich finde es trotzdem ein bisschen blöd konzipiert. Aber solange man in der Mitte fährt, ist es wenigstens nicht so ein Gamble. So, jetzt mal gucken. Vierter Gang, voll durchladen. Dritter hätte es auch getan, glaube ich. Shit.
Egal. Klappt noch. Hier mit, schön mit dem Wheelie raus. Boah. Was? Warum? Warum? Das ist ja scheiße jetzt. Das holen wir noch auf. Ich bleib voll drauf. Das Gas ist einfach nicht mehr los jetzt. Okay. Jetzt wurde ich doch gefickt gerade. Habt ihr es gesehen da? Warum bin ich denn jetzt 30 Sekunden? Oh, weil er den Timer nicht zurücksetzt und ich habe so gut gerade reingestartet. Holy moly, Alter. Das war ein richtig guter Start in die Runde. Alles juckt. Oh. Hat er jetzt auch wirklich mal neu angefangen? Ja. Also allein jetzt schon eine Sekunde schneller ist crazy. Und trotzdem habe ich wieder diesen scheiß Bump da gekriegt. Ich weiß nicht. Ich finde es irgendwie ein bisschen dämlich. Da ist sogar die Kante, man sieht sie sogar. Na komm, wir machen jetzt nochmal eine Hotlap hier. Andere Richtung, andere Richtung. Hier, ein Liter, let's go, Alter, Abfahrt. Man merkt das auch direkt. Das hat direkt so viel mehr Punch hier alles, guck mal. Gefühlt jetzt schon 100 km/h schnell. Okay, das waren keine Hotlap-Voraussetzungen. Ich entschuldige mich bei allen Menschen, die schon mal eine Hotlap gemacht haben in ihrem Leben. Wie lange das da im Wheelie bleibt auch. Ich bin einfach komplett gestorben. Ich bin einfach gestorben gerade. Die Husqvarna wird aber auch immer so reaktiv, wenn die mit so wenig, wenn die mit so wenig Sprit fährt. Da, ich hätte gerade fast im Sitzen, wäre ich auf dem Gas geblieben. Passiert hier. Wäre ich auf dem Gas geblieben, wäre ich gerade fast gestorben im dritten. Oh. Die Landung war sogar gar nicht so schlecht, weil wir dafür wenigstens den nächsten noch mitgeklärt haben, weil wir gebounced sind quasi. Oh, schnelle Linie. So, jetzt bin ich mal gespannt. Dritter Gang, Fullspeed. Ja, guck mal. Ja, okay, so halb. Warum machst du das? Oh oh. Nee, das war mein Fehler, das war mein Fehler. Das wird er jetzt wahrscheinlich auch wieder nicht werden, ne? Ich habe übrigens gerade nochmal was gesehen. Das würde ich mir ganz gerne nochmal kurz angucken. Also 1,12 war ich jetzt aktuell. Könnt ihr mal mit euren Zeiten ja mal vergleichen. Das ist ein Scherz jetzt. Was ist das? Nee. Alter, okay, wartet mal. So eine Art Enduro-Kurs, oder? Boah, das ist geil.
Boah. Gar nicht so easy. Mach das hier auch gerade erstmal alles ganz entspannt im Sitzen. Okay. Alter, das ist schon crazy. Ich glaube, das ist für mich gar nicht schaffbar. Oder? Ach komm, also einmal müssen wir hier ja wenigstens noch drüber ballern. Oh, oh, up. Ich bin der Meinung, das ist schaffbar. Ah, noch nicht ganz. Also vor allem, ich würde es ja auch gerne... Ich würde es ja auch gerne so machen, dass ich jetzt nicht vor 400 km/h irgendwo angefahren komme. Sondern dass man es wirklich schaffen könnte. Okay, krass. Egal, wir können es auch von hier machen. Nee, das reicht nicht. Das reicht nicht. Ist er das? Ist er das? Ja. Boah, geil, Mann. Das heißt, den kann man dann jetzt auch nochmal von der anderen Seite eben kurz machen. Ja, Moment. Jawohl, Mann, das hat reingefetzt jetzt noch. Wusste ich gar nicht, dass das hier ist, witzigerweise. So, dann lass uns mal an die Bewertung gehen von Live Oak Motorpark. Was sagen wir denn? Also, von der Optik her, wir gehen nochmal natürlich in unsere altbekannte Position. B-Room. Wo ist denn die Strecke? Da. Und wo sehen wir die ja gut? Von hier, glaube ich, ne? Zack. So, das ist die Strecke. Ja. Eine Optik. So eine 5. Ja, so eine 5. Spaßfaktor, finde ich, ist auch eine solide 5. Also ich fahre die sehr gerne. Ist jetzt aber auch nicht so super crazy. Also eine 5 finde ich schon okay. Die Qualität von den Sprüngen und so, gerade mit dieser Kante dann auch an dem Absprung. Also vor allem, wenn wir den anderen eine 7 gegeben haben. Also dann würde ich bei Canyon Rush, glaube ich, noch auf eine 8 hochgehen. Und dann würde ich mich mit einer 6 ganz gut fühlen, weil die Ruts und so, die sind schon clean gesetzt. Ne, dann wäre Live Oak bis jetzt mit das schlechteste Platzierteste. Aber manchmal ist das halt so. Ne? Trotzdem sehen wir uns im nächsten Video wieder. Vielen Dank fürs Zugucken. Bis dann. Ciao.